Die D-Line, D1, meine Damen und Herren. Zwei große Gebäude. Mit Garagen. Was man wissen muss, ganz wichtig. Hier ist die Flak-Stellung. Und wenn man Deutscher spielt, kann man hier wunderbar mit der Quad oder mit der Russen-Quad wunderbar auf den anderen Relativ zielen. Man hat hier wunderbar freies Schussfeld. Also hier kann man wunderbar alles abdecken mit. Ja, hier liegt die Panzerfaust. Hier sind die Garagen. Alles nicht ganz so wichtig. Für die Sniper kann man hier wunderbar nach oben laufen. Und kann hier sogar teilweise bis auf D2 aufhalten. Ja. Ansonsten gibt es hier nichts weiter. Man kann ja auch noch oben auf dieses Dach da oben raufkommen. Aber es ist so eine Spielerei, die muss man nicht unbedingt können, sollen, machen, tun. Kann man nämlich da über das kleine Häuschen dann über aufs Dach springen. Ist aber nicht so wichtig. So, wenn man D2 angreifen muss, dann grundsätzlich als Infanterie immer rechts unten durch den Wald. Weil wenn Panzer da sind, dann braucht man es hier eigentlich über die freie Fläche gar nicht probieren. Mal ganz schlechte Karten. So, vorher zeige ich euch nochmal hier die kleine Insel, über die man nach O1 vorrücken kann. Hier kann man aber nicht durchfahren durch diese Furt. Ne? Das geht nur über die C-Line. Ist auch nicht ganz so sinnvoll unbedingt. Kann man aber machen. Geht, funktioniert. So. D2 hier vorne. Zwei kleine Hütten. Relativ gut zu verteidigen. Durch diese Hütchen kann man auch ganz gut in den Wald reinschieben. Man hat gute Deckung, aber vor Panzer eben nicht. Ja, also wie gesagt, eine gute Panzerline hier, die D-Line. Wer hier Panzer hat, ist hier ganz klar im Vorteil. Ja, hier gibt es nichts Besonderes, großartig zu zeigen. Ja. Dann kann man wunderbar immer durch den Wald hier durch. Am besten noch nach rechts abschirmen, weil da ist der D4-Turm gleich. Ja, dann kommt man hier an. Müssen hier so im schrägen Winkel hier so ranfahren direkt. Da kommt man eigentlich ganz gut voran. Hier ist das kleine Gebäude. Das First Aid, sollte man wissen, wo es liegt. Und die Panzerfaust, natürlich. Das ist so die Besonderheit an D3. Wenn man hier reinkommt, ist so der sicherste Platz, will ich nicht sagen, aber so ganz gut sitzt man eigentlich genau in dieser Ecke. Woanders ist so, Panzer können hier sehr gut reinschießen und hier hat man relativ gute Chancen zu überlegen. Ja, man kann hier überall reinschießen mit dem Panzer und eigentlich kann man hier nirgendwo sitzen, wirklich gut. Aber hier hat man idealen Blick als Scharfschütze auf die O-Einstellung bzw. D4-Verteidigung. Ja. Man kann auch noch da oben sitzen, aber das gehört dann zu E-Line. Ja. So, weiter vor zum D4-Turm, den man über die E-Furt links außen gut flankieren kann. Ja, die meisten gehen gerne unten standardmäßig durchs Wasser. Deswegen den Weg werde ich mal präsentieren gleich. Zwei Möglichkeiten. So, jetzt bleibe ich hier mal stehen. Weil das ist echt gutes Schussfeld. Hier wirst du nämlich von allen Seiten mal beballert. Wenn man hier unten durchgeht, sollte man im Voraus, wenn der Gegner Minen aufstellt, einfach hier eine Granate hinwerfen. Hier gegen die Wand. Weil ich bin hier der fiese Mensch. Ich lege hier nämlich gerne mal eine S-Mine hin. Wenn man hier nämlich S-Minen ganz gut verteilt, dann kommt hier keiner mehr den Turm hoch. Ich habe jetzt die linke Seite. Man kann auch über die rechte Seite gehen, aber da spawnen die Leute. Und dann ist das immer blöd. So, D4-Turm. Der sicherste Platz ist hier auf der Treppe. Woanders kann man eigentlich kaum stehen, dass man nicht vom Panzer beschossen wird. Man könnte noch hier stehen. Da steht man auch noch im Cap-Radius gerade so. Das sind so die zwei Möglichkeiten, wo man hier ganz sicher noch stehen kann. Ansonsten braucht man sich hier drin nicht bewegen. Man kann von überall rausgeschossen werden vom Panzer. Ja. Man sollte auch nicht unbedingt oben am Turm stehen. Gut ist zu wissen, als Schütze kann man hier durch diesen Spalt sehr gut schießen. Ne? Das ist ein kleiner Winkel, der ganz gut schießen kann. Nimmt diesen Winkel. Hier unten steht noch eine Flak und das First Aid da unten in dem kleinen Raum. Ist aber eigentlich auch bekannt. Ja. Da vorne ist das Scharfschützengebäude hier.
Da sitzen die ganz gerne drin. Eigentlich kann man hier allgemein das prima verteidigen von der Seite. Man kann hier vorne links sitzen, hier. Man kann hier das Gebäude besetzen und das sollte man auch immer besetzen bei der D-Line. Da hat man einen wunderbaren Blick auf die Seite und kann hier wunderbar schießen. Ja, wenn man von D-Turm angreift, muss man hier lang gehen. Man kann auch hier den Weg außenrum lang gehen. Ich gehe aber gerne hier lang, weil du dann alles abfarmen kannst von Leuten, die hier so umher sitzen. Man kann auch noch hier lang laufen. So viel Anlaufweg gibt es ja hier nicht. Man kann es noch weiter außenrum fahren, immer noch weiter außenrum. Aber das sind die Anlaufwege. So die standardmäßigen gibt es hier eigentlich nur diese drei. Einmal jetzt hier den links, den weitesten außen, dann hier durch und dann hier vorne durch. Ja, und dann ist man auch schon in O1. Ja, man kann hier durch den Haupteingang kommen oder von rechts. Ja, das war's.